Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal über den Actionfilm Rebel Ridge aus dem Jahre 2024. Und dieser Film geht so um die 2 Stunden lang und läuft zurzeit bei Netflix und ist direkt auf Platz 1 der Netflix-Charts gestartet. Und ja, also mega erfolgreich gerade. Dieser Film sollte ja schon 2019 oder 2018 in Dreh gehen, aber dann kam ja das Ganze mit Corona und dann wurde das alles verschoben. Ja, und jetzt haben wir Rebel Ridge hier und dort haben wir den tollen Schauspieler Aaron Paul dabei. Den kannte ich erstmal gar nicht. Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Einen Film von ihm habe ich dann doch gesehen, nämlich Old. Und da hat er mitgespielt auf jeden Fall. Er gibt hier eine Performance ab. Wahnsinn. Wahnsinn. Also wow, ich war richtig überwältigt. Also boah, der spielt hier Wahnsinn. Klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir Don Johnson hier drin in diesem Film. Don Johnson kennen wir alle, Miami Vice. Und ich habe ihn gesehen. Er spielt hier den Sheriff in diesem Film. Und ich habe ihn gesehen und ich habe ihn gar nicht so schnell erkannt. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Klar, ich dachte, ja, ich kenne diesen Mann, ich kenne diesen Schauspieler. Und dann brauchte ich ein bisschen, weil er ist ja auch ein bisschen gealtert. Und dann kam es mir, das ist Don Johnson, das ist der. Habe ich nochmal zwischendurch mal gegoogelt, ja, Don Johnson. Und auch er. Wahnsinn, Wahnsinn, wie der hier spielt. Also alle Schauspieler in diesem Film, grandios. Das kann ich schon mal so vorweg sagen. Also grandios. Worum geht es in diesem Film? Worum geht es in Rebel Ridge? Wir haben hier so eine Art Story, wie bei, kennt ihr diese Walking Tall Filmreihe? Hier mit, der erste Teil war doch hier mit The Rock. Auch verdammt lange her, ich glaube aus irgendwie in den 2000er rum sind diese Filme erschienen und dann gab es 2 Fortsetzungen mit Kevin Sorbo, hier unseren Herkules aus der Serie, er spielte dann das auch tolle Filme, alle 3 Filme fand ich richtig geil, dann ging es ja rum, da kommt jemand in der Stadt rein und wird dann durch Gangs oder durch Kriminelle werden die dann gemobbt erst. So ähnlich wie bei Rambo 1. Die werden erst gemobbt und bla 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 und nachher schlägt er dann als ein Mann-Armee, schlägt er dann zu und macht dann alles platt. Und das haben wir hier auch. Nur nicht halt nicht so plump. Also richtig, wir haben eine tolle Handlung drin. Es ist ein Actionfilm, wo gar nicht so viel Action drin ist. Die reden zwar sehr viel, aber wir haben hier sehr viel mit Mimik zu tun. Und das ist spannend, mit Höflichkeit und. Aber irgendwann explodiert mal ein Mensch und sagt so bis hierhin und dann nicht weiter. Und dann, ja, dann gibt es ein paar aufs Maul. Ja, muss man ja zurzeit sagen, ein paar aufs Maul, weil ist ja gerade so. Wenn man die Single-Charts gerade anguckt, auf Platz 1, Paar aufs Maul, ihr wisst, wovon ich rede, Stefan Rapp, der Kampf. Da gab es ein Paar aufs Maul, ja. Und das gefällt mir diesem Film sehr gut. Also, wir haben hier wirklich eine tolle Einleitung, tollen Hauptteil und einen geilen Schluss. Also richtig, alle 3 Phasen gehen einmal durch und das machen die richtig gut, die Geschichte wird vernünftig aufgebaut, ne? Wir haben hier den Terry, der wird auch direkt am Anfang, er fährt da ganz normal mit seinem Fahrrad durch die Gegend, ne? Und dann wird er von einem Polizeiauto angefahren und er ist ja ein Farbiger und dann wird er ja angehalten und dann wird er auch so richtig schlecht behandelt von den Polizisten, ne? Was willst du hier und ich habe dich die ganze Zeit verfolgt und du bist nicht angehalten und er sagt, hey, ich habe dir ja meine Kopfhörer auf, ich habe das nicht mitbekommen und habe ich irgendwas falsch gemacht und dann durchwühlen die seine Klamotten dort und dann finden die 32 oder 31.000 Dollar, ne? Und warum hast du so viel Bargeld mit? Ja, das ist ja nicht verboten, ne? Ja, aber warum hast du die mit
und das wird jetzt beschlagnahmt. Und sagt er, nein, das geht nicht, ich muss meinen Bruder, ich muss eine Kaution bezahlen, ich muss meinen Bruder aus dem Gefängnis holen und möchte ein neues Leben mit ihm aufbauen. Und wenn ich habe jetzt nur Zeit bis 5 Uhr, wenn ich das Geld nicht abgebe, dann kommt er nicht aus dem Gefängnis frei und er muss aus dem Gefängnis frei. Und dem Polizisten ist alles scheißegal, das Geld wird beschlagnahmt und sowieso und so weiter und so fort. Und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Ne? Er versucht dann später am nächsten Tag das Geld wiederzubekommen. Er macht eine Anzeige bei der Polizei selber und sagt, hier, die beiden Kollegen von dir, die haben mich gestern so gesehen ausgeraubt. Und dann kommt ein zum anderen dazu, dann kommt John Johnson dazu, der spielt natürlich diesen Sheriff da und sagt, du verpiss dich jetzt hier aus meiner Polizeistation. Es spielt alles in so einer kleinen Stadt, in einer kleinen Stadt findet das Ganze statt und sehr toll gemacht und er braucht das Geld ja. Und das geht nachher so weit, dass der Bruder nachher auch stirbt im Gefängnis und dann dreht er ganz durch, ne? Und natürlich sind die Polizisten alle korrupt. Sie machen das wohl öfters, von anderen Leuten das Geld beschlagnahmen, die sammeln das Geld dort, die haben dann eine die Waffensammlung, alles beschlagnahmende Sachen und natürlich haben die Dreck am Stecken. Ja, und Terry ist jetzt gezwungen, er hat keine andere Wahl mehr, jetzt gibt's Rache, weil sie machen das nicht nur mit ihnen, sondern auch mit einer Freundin aus der Stadt und wie geil das dann so ist, dann stellt er sich vor der Polizeistation, ne? Er kommt da wieder mit seinem Fahrrad angefahren und die von der Polizei da drin sagt, hey, da steht der, und dann geht Don Johnson dorthin, ne? Und sagt, du verpiss dich jetzt hier und sonst geht hier richtig was los. Und dann Terrys Lächeln. Boah, Alter, so nach dem Motto, so, egal, also ich muss euch ein Bild zeigen, ich kann das nicht nachmachen. Also, guckt euch das Lachen mal an, das ist dieses, jetzt mache ich euch fertig. Jetzt mache ich euch fertig. Ne, ihr bringt mich dazu, mich zu wehren. Ihr bringt mich dazu. Und natürlich ist das nicht irgendjemand, natürlich war der bei der Marine, natürlich ist er er hat diese Leute, die im Krieg gehen, er trainiert diese Leute, also er ist richtig, ein Experte in allen Sachen und damit haben die nicht gerechnet und dann geht's richtig ab und dann gibt's natürlich am Ende auch eine Schießerei, am Ende gibt's ein bisschen mehr Schießerei, aber der ganze Film ist ein bisschen ruhiger, aber deswegen ist jetzt nicht irgendwie langweilig. Der Film hat mich total überrascht. Ich finde es toll, dass solche Filme mal wieder gedreht werden, weil ich mochte Rambo, gerade den ersten Rambo-Teil. Die anderen Filme von Rambo waren okay, ich mochte, diese waren alle, die ganzen, vier Fortsetzungen gab es, ja, fand ich alle okay. Ich mochte sogar den fünften. War der letzte Rambo war für mich auch okay. Ich konnte damit leben. Er war jetzt nicht perfekt, aber es war okay. Ja, aber ich mag halt diese Filme. Und Walking Tall mochte ich auch gerne. Und ich habe mich erst gefreut. Ich habe mich sehr überrascht, dass es überhaupt so ein Film war. Ich kannte diesen Film nicht. Ich habe vorher nie was davon gehört. Ich habe ganz zufällig, war ich auf Netflix, wollte einen Film gucken und dort war der und habe gedacht, ja komm, schön Actionfilm. Kann man sich immer wieder angucken und wenn er auf Platz 1 ist, kann er wahrscheinlich auch was. Und diesmal war es dann auch so, der Film hat mich echt umgehauen. Ich habe vielleicht gar nicht so viel jetzt verraten. Ich habe das Ende jetzt nicht verraten, was passiert. Das möchte ich auch gar nicht unbedingt. Ich will gar nicht so viel spoilern. Ich will nur sagen, der Film lohnt sich und worum es geht und wie toll der Film eigentlich insgesamt ist. Und mit seinen 2 Stunden hat der Film auch noch eine tolle Lauflänge. Wir haben hier, wie soll ich das sagen, vielleicht in der Mitte so etwas, da haben wir so ein bisschen,
Ja, dann wird es ein bisschen langweilig. Da ist das so, da hat er so einen kleinen Hänger einmal, so eine viele Stunde lang ungefähr, so ein kleiner Hänger, wo ich mir denke, ja, jetzt kommt die Geschichte gerade nicht so voran, die bleiben auf der Stelle irgendwie stehen, aber ansonsten hat der Film so ein Tempo, wird toll aufgebaut, die Charaktere sind alle toll hier, man fühlt mit den Leuten mit und hier gibt es auch noch hier und dort ein paar Twists, die sehr interessant sind. Also der Film hat mich schon umgehauen. Und wenn ich diesen Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, gebe ich Rebel Ridge, weil er mich so überrascht hat, weil es echt mal wieder ein toller Actionfilm war, der mich echt umgehauen hat und das auf Netflix, gebe ich dem Film, boah. Ja, ich hatte jetzt, doch, ich mache es einfach. 8 von 10 Punkten. Ja, wirklich, ich finde ihn richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. 8 von 10 Punkten gebe ich diesem Film. Von 10. Also das ist eine Menge. Ja, das ist meine Meinung zu Rebel Ridge. Schaut euch den gerne an. Wer den nicht kennt, sofort angucken. Wer den schon kennt, ist wahrscheinlich die gleiche, hat wahrscheinlich die gleiche Meinung wie ich auch. Ja, ich gehe mal von aus. Also ich glaube nicht, dass jemand da hinkommt und sagt, der Film ist langweilig und der war scheiße. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Jeder hat seine eigene Meinung. Ist dann auch gut. Mich würde sehr gerne, mich würde es interessieren, wie ihr diesen Film findet. Interessiert mich sehr. Wirklich. Ja, falls ihr von mir kein Video verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Ich gucke mir alles Mögliche an Filmen an. Letzter Zeit sehr viel Mist, aber ab und zu kommt ein paar Highlights, so wie Rebel Ridge. Dann freue ich mich und genau. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Der Herbst steht vor der Tür oder ist angekommen. Habt eine schöne Herbstzeit und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.